Hey Leute, ich bin's Dennis. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, draußen ist richtig schlechtes Wetter, es hat nur 5 Grad oder so. Deswegen bin ich heute wieder bei Julian im Keller, da ist es ein bisschen wärmer und vor allem auch trocken. Ich werde heute einen Push-Workout durchziehen, werde euch da wieder mitnehmen. Warm gemacht habe ich mich schon und deswegen lehnt euch zurück und fangen wir auch direkt mal an. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. So Freunde, das war's mit dem ersten Teil vom Training. Wie ihr gesehen habt, war es ein Planche-Workout. Bei sowas ist es immer richtig wichtig, sich gut warm zu machen, weil einfach enorme Kräfte auf den Körper, auf die Muskulatur, die Sehnen, die Gelenke und die Bänder wirken. Und um da möglichst verletzungsfrei wieder rauszukommen und den Körper gut vorzubereiten, ist ein gutes Warm-up einfach essentiell. Ich werde es jetzt so machen, dass ich die Komplexität von den Übungen ein bisschen runterschraube. Das mache ich eigentlich in jedem Training so. Ganz am Anfang die Skills, also so das Schwerste. Und dann immer weiter runtergehen mit der Komplexität. Ganz zum Schluss eben isolierte Übungen. Ich werde jetzt noch ein paar Basics machen, also gerade sowas wie Dips beispielsweise oder Liegestützen. Und ganz zum Schluss noch ein, zwei isolierte Übungen. Und stop this conversation. We got no relation. So Leute, das war's mit dem Video.
Ich hoffe, dass bald wieder Sommer ist. Ich habe richtig Bock drauf, dass man wieder draußen stundenlang trainieren kann bei dem geilen Wetter. Nichtsdestotrotz, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was vielleicht beim nächsten Video mit rein könnte, schreibt es in die Kommentare. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.